So, ich habe gerade wieder mal Nase geputzt, so wie immer. Das ist einfach nur eine schreckliche Sache. Weil irgendwie, ich habe auch keine Ahnung, gell. Ich habe irgendwie das ganze Jahr über zu den Nasen. Also eine zu eine Nase, ich habe nicht zwei Nasen, ich habe nicht drei Nasen, ich habe eine Nase, eigentlich ist selbstverständlich. Klar, man kann auch zwei Nasen haben. Also ich bin mir nicht sicher, es gibt bestimmt Fälle, in denen man auch von Geburt an zwei Nasen eventuell hat. Manche, oder ich weiß nicht, es gab ja glaube ich mal einen Fall oder ein paar Fälle, wo ja glaube ich man mit zwei Armen und oder zwei Beinen geboren wurde. Es gibt solche Fälle, ich habe keine Ahnung, wie sowas passieren kann, aber sowas kann passieren, ist natürlich immer noch naturbedingt, ist natürlich ein Zufall, kann, ja klar, es ist ein genmanipuliert, man manipuliert ja kein Kind, wie soll man das, also man könnte es theoretisch, egal, red mal nicht darüber, okay, das Doofe ist bei mir nur, ich habe halt ununterbrochen, das ganze Jahr über, egal ob es im Sommer ist oder im Winter, meine Nase ist immer zu. Das ist teilweise doof, weil ich dadurch nicht richtig Luft bekomme und dann mich auch teilweise ein bisschen dumpf anhöre und auch die ganze Zeit Tempos brauchen habe, möge. Ich habe hier die ganze Zeit so einen ganzen Pack Tempos liegen. Ich verbrauche pro Woche locker eine ganze Tempopackung, das ganze Jahr über. Ist ein bisschen blöd. Ist für mich nachteilhaft, weil einerseits fallen halt Kosten für Tempos an. Andererseits nervt es auch. Es nervt unheimlich die ganze Zeit, ja, Nase zu putzen. Versteht ihr hoffentlich. Wenn ihr krank seid, dann, ja, wisst es natürlich. Wenn ich krank bin, ist es nochmal viel schlimmer. Wir haben die Karte vor allem auch vergrößert, gell? Habe ich vorhin noch ganz kurz gemacht. Weil hier unten, und da gehen wir noch hin. Da werden wir gleich noch hingehen. Das ist eine neue Stadt, die man angefangen hat zu bauen. Da werde ich aber dann noch später was oder gleich was drüber erzählen, was es eigentlich mit dieser Stadt auf sich hat. Ob man da jetzt bauen kann, bauen soll. Man kann natürlich da bauen. Aber ich werde, wie gesagt, gleich nochmal da drauf eingehen, was es mit dieser abseitigen Stadt da unten zu tun hat. So, ja, wie gesagt, gerade einmal vergrößert. Aber ja, hier hat sie eigentlich relativ wenig getan. Bei ihm. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Fröhliche Weihnachten hat er Marmelade hingebaut. Mülleimer. Hier wohnt doch nicht mehr der Mülleimer. Keine Ahnung, wer hier wohnt. Also ich hab's vergessen, die waren schon lange nicht mehr da. Hier habe ich es auch vergessen. Also ich habe halt die Minecraft-Namen vergessen. Genau, hier haben wir noch hinten Bilder hingetan. Sieht doch schick aus, oder? Anstatt so eine hässliche Wand sind jetzt schöne Bilder, eine schöne Bildergalerie. Finde ich gut. Ist schön gemacht. Aber wie gesagt, tut mir echt leid, dass ich jetzt hier die Namen vergessen habe. Aber ich glaube, da hat man eher weniger weitergebaut. Puschmensch war jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr da. Marmelade hat hier zwar nochmal, glaube ich, im Untergrund weitergebaut. Der baut gerade irgendwie, keine Ahnung, gigantisches Truhenlager hatte davor. Und teilweise also hier der... Gut, dass mir die ganzen Namen einfallen, gell? Finde ich extrem gut, wenn man so viele Leute auf dem Server hat. Der Kloner, Doppel- oder Dreifach- oder Vierfach-J noch dahinter. Baut hier, hat hier weitergebaut, hat, glaube ich, sein Feld hier gemacht. Genau, er macht, glaube ich, irgendwas noch da am Berg. Ich weiß nicht genau, was er da machen will, aber da baut aber höchstwahrscheinlich noch irgendwas hin. Hier hat noch jemand angefangen zu bauen, finde ich auch nett, gell? Dann können wir mal kurz schauen. Sogar mit dem Weg. Nett, sogar mit dem Weg dahin. Hängt da auch ein Schild. Okay, hier ist Cool Trees, hier, oder Cool Trees. Tut mir leid, wenn ich es nicht richtig ausspreche. Aber hier baut, wohnt Cool Trees, Cool Trees, Cool Trees. Country, yeah. Wer baut hier? Ah, ich sehe jetzt nicht protected, okay. Okay, immer noch, ja, gut. Ja, und das ist ein schönes kleines Grund. Warte, machen wir mal wieder Times a Day. Das hier ist sein kleines, wunderschönes Grundstück, wo er dran rumschraubt.
hier baut aktuell Sisi 45, ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, ist auch ein nettes Gebäude. Zwar in der gleichen Holzart, macht aber nichts. Jeder kann bauen, wie er will. Dafür ist ja die Welt. Da fehlt Sand! Da fehlt Sand! Wer hat hier bitte schön Sand geklaut? Das geht ja gar nicht. Das ist ja... So, jetzt sieht es besser aus. Sehr gut. Da ist ein Boot. Nicht mein Boot, gehört mir nicht. Aber ist nett. Ist nett. Da, der wunderschöne, riesige, große Spawn. Es tut mir auch leid, hier sind auch nochmal zwei kleine Häuser. Ich glaube auch schon seit längerer Zeit nicht mehr weitergebaut worden. Aber es tut mir auch leid für die Leute, von denen ich jetzt das Haus nicht gezeigt habe. Ich könnte natürlich jedes Haus zeigen, wo ihr gebaut habt, aber teilweise haben, glaube ich, sogar ein paar irgendwo ganz weit weg ein Haus gebaut. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Und klar, ich könnte, genau, da ist noch ein Haus. Ich könnte es natürlich suchen gehen, aber das würde ewig dauern und wissen, ich weiß überhaupt nicht, wo das Haus war. Ich glaube, man hat da irgendein Haus hingebaut, das Schwabe. Auch so ein Schwabe. Aber auch so ein wieder Haus. Ah, Gemeinschaftsgrundstück. Okay. Okay, dann weiß ich jetzt auch endlich mal, da hätte ich mal nach 300 Jahren gelesen habe, was da steht überhaupt, weiß ich jetzt, es ist nicht sein Wohnort, es ist sein Thronlagerort. Okay, wir gehen mal ganz kurz an Warp Hushin von Hushmensch. Der wollte ja eine Stadt bauen. Hier. Da ist die Stadt. Seine Stadt, die er angefangen hat, die er errichtet hat. Hier oben baut, glaube ich, Monster GHG, weil, ja, er wollte halt hier anfangen zu bauen. Oder wollte hier generell bauen, weil halt Hushmensch hier angefangen hat. Er wollte hier anfangen, eine Stadt zu bauen. Hat dann irgendwie, ich habe keine Ahnung, er kam halt nicht mehr hier auf den Server, hat dann hier nicht mehr weitergebaut oder hat aufgegeben. Was weiß ich, keine Ahnung, ich weiß keine Hintergründe. Aber naja, jetzt gibt es das Ding halt, vielleicht werden wir auch irgendwann mal den Warp-Punkt entfernen, dann steht halt hier das Gebäude ohne irgendwas rum, weißt du was? Ich mache hier mal einen... Mit Koordinaten, ein Screenshot, so. Und... So, nein, nicht Warp-Spawn, wir machen mal Warp-Kartenband, so. Gehen wir mal kurz dahin. Also keine Ahnung, vielleicht werden wir sogar... irgendwann den Warp-Punkt entfernen, wenn er nicht mehr kommt. Also, weil, brauchen tun wir den Warp-Punkt ja nicht mehr, wenn er nicht mehr da ist. Daher könnte man den eventuell entfernen. Okay. So, ich laufe einfach mal nach hinten. Dauert zwar jetzt 300 Jahre, wir haben ja Zeit. Immer schön, denkt daran, meine lieben Freunde, wenn ihr Let's Plays macht oder generelle Videos, streckt die Videos in die Länge. Macht so extrem lange Videos, wie ihr nur könnt. Das ist nämlich... Hat jemand geschrieben? Nee. Okay. Das ist nämlich Pflicht. Ihr müsst Geld verdienen mit den Videos. Deswegen immer schön in die Länge strecken. Egal, was man sagt. Macht aus einem 5-Minuten-Video am besten ein 20-Minuten-Video. Und schaltet noch... Ich weiß gar nicht, wie man schreibt. Wahrscheinlich ruft da gerade jemanden an oder so. Keine Ahnung. Oder spricht mit jemandem. Aber, wie gesagt, macht am besten 20.000 Mal Werbung in ein 5-minütiges Video rein, was eigentlich dann 15 Minuten lang geht. Theoretisch, durch die ganze Werbung. Könnt ihr machen. Müsst ihr auch machen. Ihr müsst natürlich auch hier Geld verdienen, gell? Das ist ja jeder Traum von einem... Nee, keine Ahnung. Das ist natürlich ein Traum von jedem YouTuber, der gerne hier anfangen will. Und sich den riesigen Mega-Erfolg erträumt. Und hier am besten... Ah, Zwingi ist wieder da. Schön. Und am besten hier, ja, seine Taschen voll rammt mit Geld. Und dann hier durch zwei Let's Play-Videos reich werden kann. Denken ja viele. Vor allem auch die Jüngeren. Ich weiß nicht, so 13. Ich will jetzt auch keine Tatsache in den Raum stehen, gell? Ich will niemanden beleidigen. Aber ich glaube, das sind auch eher die Jüngeren. 13, 14 ungefähr. Oder 12 oder 8, sagen wir mal 18-Jährige ungefähr, die war... Ach so, hier, ich habe gerade gedacht, man hat hier meinen Weg abgerissen. Ähm,
meine ich jetzt einfach mal, dass die halt denken, ja, fang mal hier und schreib mal hi. Fang mal auf YouTube an. Ich will berühmt und reich werden. Ich werde jetzt Let's Player, ich werde jetzt YouTuber. Damit verdiene ich jetzt meinen Lebensunterhalt. Das wird jetzt meine Haupteinnahmequelle sein. Das können wir mir aber glauben. Denkst du, die fangen halt an, weil sie mit diesem Hintergrundgedanken von den ganzen großen YouTube-Kanälen da halt, ja, denken, ja klar, machen wir das mal hier, ich will Geld verdienen, lalalala, und dann, ja, machen sie 3 Videos, die sind qualitativ so unglaublich schlecht, dass ich nochmal kurz die Nase putzen muss, Entschuldigung. Ja, da bin ich wieder, die dann so unglaublich qualitativ schlecht sind, so grottenschlecht. Wo einfach das Mikrofon rauscht, die dann in, keine Ahnung, in nicht mal HD aufnehmen mit so einer alten 4:3 Auflösung wie damals in der Steinzeit, die ganzen Röhrenfernseher. Denkst du, man hat noch einen Röhrenfernseher zu Hause stehen und schaut da sich dann die ganzen Videos an? Ich glaube ja nicht. So, und zwar sind wir jetzt hier in der neuen Stadt. Ist schön gebaut. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht reparieren die das noch, machen das noch schön, glaube ich schon. Was ist da unten? Ja, hallo? Eine Farm? Eine Farm, okay. Oh, steht hier eigentlich wieder das Nether-Portal? Nee, es ist weg. Da sind aber immer noch die Blöcke drin, gell? Oh. Okay, war ich nicht hier. Ich schenk dir einen Grasblock. Da war aus Versehen Wasser, wo ich weggebaut habe. Okay. Aber... ja, mit dem Hintergrundgedanken gehen wahrscheinlich die ganzen Jüngeren, die Ultra-Jungen ran und erdenken sich halt hier den ganzen großen, geilen Erfolg auf YouTube. Machen das halt, ich glaube, da gab es mal eine ganze Welle von, also damals gab es halt ganze Videos und so weiter, wo qualitativ nicht so gut waren. Hühner? Da, 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 wow. Yeah, die haben hier... naja, sag mal, es sieht jetzt nicht so bombastisch geil aus. Es sieht so lala aus, was die jetzt hier hingebaut haben. Ist aber okay, denn... und jetzt kommt das große Denn. Dieser ganze Bereich, diese Stadt. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, das fliegt alles, das schwebt alles. Ich weiß nicht, ob die es noch schön bauen werden. Keine Ahnung. Aber das ist nicht unser Bereich, denn... wir haben gesagt, diese Stadt hier läuft nicht unter unserer Führung. Wir werden uns nicht um die Stadt kümmern, daher wir halt drüben die Hauptstadt haben und da halt am Spawn uns drum kümmern werden. Und diese Stadt ist halt schon so weit abgelegen. Klar, irgendwann mal, wenn jetzt... wenn er klar... ich hab grad schon gedacht. Ach, das geht auch. Was? Kann man echt so ein... CD leer. Man kann echt so einen geilen Schreibfehler machen und dann wechselt es wieder zu Tag. Finde ich ja gut, wenn sowas funktioniert. Habe ich bis jetzt noch nie gesehen bei Minecraft, dass es Schreibfehler wirklich verzeiht. Aber na gut, also wenn das echt so geht, dann geile Sache, ey. Ist wahrscheinlich auch wieder durch irgendein Plugin so, dass man hier... tonweise Schreibfehler reinschmeißen kann, aber es funktioniert trotzdem. Wie gesagt, wir werden uns halt nicht um die Stadt kümmern. Wir werden erst dann eingreifen oder einschreiten oder werden dann helfen, wenn halt jemand wirklich unsere Hilfe braucht. Zum Beispiel jetzt ein Grundstück protecten oder zum Beispiel jemand hat gegrieft, aber falls jemand gegrieft haben sollte, dann wendet euch nicht an uns. Also zuerst nicht an uns, wendet euch an, keine Ahnung, an denjenigen, der hier über die Stadt wacht, an eure Mitbürger in der Stadt, die hier wohnen. Haben wir so ausgemacht, denn einmal gab es halt leider ein Versehen. Wir haben halt fälschlicherweise gedacht, dass der eine gegrieft hat bei einem Haus, weil halt das Plugin das so angegeben hat, dass halt die Blöcke von ihm abgebaut wurden. Aber er hat gesagt, nein, das war ich nicht, ich habe ein Schild hingebaut. Da habe ich drauf geschrieben, wer es war. Aber dann haben wir leider nicht gesehen, wer das war. Daher
haben wir ihn dann wieder entbannt. Da gab es dann wieder einen Fehler. Da ist dann irgendwie die Hälfte von dem Haus hier. Das hat man, glaube ich, sogar neu gebaut, oder? Das Haus hier hat man neu gebaut. Also ist dazugekommen. Aber hier die Hälfte von dem Haus. War das das Haus? Ja, das war das Haus. Weiß ich gar nicht mehr, ist schon so lange her. Die Hälfte von dem Haus hier ist irgendwie weggeglitscht. Stand halt nur noch die Hälfte von dem Haus da. Und hier unten, da gehe ich kurz mal runter. Hier unten haben sie so einen geilen Tunnel gebaut. Das sieht schon nett aus. Der Tunnel hier, der war dann auch irgendwie weggeglitscht. Ich weiß, keine Ahnung warum. Aber das war dann nur noch so ein gerader Tunnel, der halt gerade angefangen hat. Der sah halt aus, als ob man den gerade angefangen hätte zu bauen. Und ich habe keine Ahnung, wie das zustande kam. Wir konnten ihn aber wieder... Ah, okay. Wir konnten... Ist es ein zweiter Tunnel? Wo führt der hin? Eine Farm. Sieht schon nett aus, was man hier baut. Hier geht's hoch. Ach, okay, gut. Ja. Und der Tunnel war halt dann irgendwie weggeglitscht. Keine Ahnung, ich weiß echt nicht warum. Es ist Minecraft. Bugs können passieren. Bugs passieren immer noch. Auch bei der Weltengenerierung, auch mitten im Spiel. Bugs passieren. Das war wahrscheinlich dann höchstwahrscheinlich irgend so ein Minecraft-Glitch-Bug. Und naja, dann ist halt irgendwie weggebuggt. Keine Ahnung warum. Und wir konnten den Tunnel dann Gott sei Dank wieder wiederherstellen. Das Haus konnte man nicht wiederherstellen. Das haben wir halt dann kopiert und gespiegelt. Da gab es halt so ein paar, naja, kleine Zackereien, weil hier halt der Tunnel dann weg war. Wie gesagt, habt ihr ja gesehen, wir konnten den wiederherstellen. Und daher haben wir es dann so entschlossen, dass, wenn es hier irgendwelche Probleme gibt, gegrieft wird, dass man sich zuerst an die Leute hier in der Stadt, ist ja eigentlich keine Stadt, an das Dorf wendet, da alles bespricht und dann halt zu guter Letzt zu uns kommt, dass man das dann mit uns bespricht, was jetzt passiert ist, wer eventuell, auf wen jetzt der Verdacht fliegt, dass wir da nochmal genauer mitschauen können mit dem Plugin, ob er wirklich da etwas zerstört hat und dass wir es halt dann auch wieder herstellen können. Haben wir uns jetzt mal so gedacht, hoffentlich geht das so, aber wie gesagt, die Stadt hier hinten, da wird man eigentlich so wenig wie möglich eingreifen. Die lebt ihr eigenes Leben. Wir sind hier eher hier vorne bei dem großen Spawn, bei dem Hauptspawn vom Server und bei den ganzen anderen Gebäuden. Da werden wir uns eher drum kümmern. Da liegt eher unser Fokus vom Server drin und drauf. So, jetzt habe ich eigentlich alles neu vom Server erzählt, gell? Wir hatten auch zwischendrin ein paar Problemchen mit ein paar Plugins. Zum Beispiel dieses LWC-Plugin, was ja die ganzen Kisten, Truhen, Türen, was weiß ich, Blöcke und so weiter sichern lassen kann. Das war irgendwie durch ein anderes Plugin defekt, haben wir dann leider erst bemerkt, als gegrieft wurde. Die haben wir dann auch gebannt und haben ein neues Plugin drauf gemacht, ein anderes Plugin, eine neue Version, eine neue Ausführung von dem Plugin, das dann auch wirklich funktioniert hat wieder, was ich gut finde. Und naja, zwischendrin gab es auch noch ein paar andere kleine Sachen. Der Server ist, wie gesagt, immer noch im Aufbaumodus. Wie zum Beispiel hier Server. Also gibt es nicht den Command. Aber wenn man jetzt zum Beispiel slash Hilfe eingibt, da gibt es jetzt zum Beispiel hier, also da gäbe es ja den Befehl slash Server. Wird hier aufgelistet, aber da gibt es aktuell noch nichts, weil es, naja, ist so in Arbeit. Der ganze Text hier und so weiter, der Server ist aktuell noch im Aufbau. Daher haben wir mal erstmal die wichtigsten Sachen gemacht mit Bewerbung. Spende ist jetzt nicht so wichtig, aber haben wir trotzdem erstmal gemacht. Daher ist es leicht, einfach nur so einen Link einzufügen und einen kleinen Text. Und dann werden wir das irgendwann mal demnächst noch updaten. Und dann läuft die ganze Sache hier. Hoffe ich. Zumindest mal. So, hier sind ja die ganzen schönen Befehle. Diese Infowand, gell, die ist eigentlich, also wird aktuell eher weniger geupdatet. Wird aber wahrscheinlich, da hängt immer noch Dezember. Wir haben schon Januar, müssen wir auch mal wieder updaten.
Und ja, also müssen wir, wie gesagt, wieder hier ein bisschen in Betrieb nehmen, dass man hier die aktuellen Infos drauf schreibt. Aber ich glaube, man sieht die aktuellen Infos oder kann sich auch durchfragen bei Marmelade zum Beispiel oder bei Zerwin oder bei Simon oder bei Valentin oder bei allen anderen, was hier zum Beispiel ansteht, abgeht, was jetzt die neuen Neuerungen sind und so weiter und so fort. Kann man ja alles bei uns nachfragen. Daher wird man aber trotzdem dann so ein bisschen auch diese Info-Wandtafel hier in Betrieb nehmen. So. Im Grunde habe ich jetzt eigentlich alles neu vom Server erzählt. Ich hab viel zu lang gelabert, gell? Ich hoffe, die Folge wird nicht so lang. Die wird bestimmt lang. Mal wieder Überlänge. Und damit würde ich eigentlich sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Dark Hollow. Ja, keine Ahnung, was ich da machen werde. Vielleicht werde ich mal wieder hier ein bisschen survivalen auf dem Server. Hatte ich eigentlich mal wieder vor, ein bisschen Survival zu spielen und ja, dann wieder. Also ich werde dann in den Modus gehen, in den Unsichtbarkeitsmodus. Geht Unsichtbarkeitsmodus! Ich kann nicht singen! Yeah! Die Musik ist auch viel zu. Naja. Aber ich gehe dann in den Unsichtbarkeitsmodus, dass ich dann auch wieder so ein bisschen in Ruhe bauen kann auf dem Server. Weil aktuell, immer wenn ich drauf gehe, habe ich halt entweder was zu tun von einem Plugin her oder man ruft mich, dass, ob ich helfen kann. Ich helfe natürlich auch gerne, aber das geht es schon so lange, dass ich seit zweieinhalb Monaten an meinem Haus keinen Block mehr verändert habe. Ich habe da wirklich nicht mehr weitergebaut. Auch wenn ich die ganze Zeit Spaß dabei hatte, habe ich eigentlich in letzter Zeit relativ wenig Zeit dafür gefunden. Und das möchte ich ja dann gerne auch wieder ein bisschen mehr aufholen, dass ich wieder ein bisschen mehr Zeit auf dem Server verbringe, vor allem auch im Survival-Modus, weil ich bin schon seit Wochen nur noch im Kreativmodus, flieg hier rum, mach sonstige Sachen und naja, kann man mal machen, aber irgendwann wird es auch langweilig, daher muss ich mal wieder im Survival hier über den Server kriechen und ja, bauen. Und damit würde ich eigentlich sagen, ich habe eigentlich alles relativ informative und aktuelle vom Server erzählt, falls noch irgendwas sein sollte, sage ich immer, schreibe ich es in die Kommentare, aber bis jetzt habe ich noch nie was in die Kommentare geschrieben, daher halt nichts weiteres dazu kam, da ich nichts anderes vergessen habe. Aber falls ich was vergessen haben sollte, schreibe ich es in die Kommentare. Seht ihr mir dann, wenn was halt unten steht von mir. Und deswegen würde ich einfach sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Dark Hollow oder in irgendeinem anderen Video von Dark Hollow. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt, weil ich heute noch was vorhabe. Ich habe nämlich so eine kleine Idee, die ich vielleicht sogar umsetzen werde von einem Spiel. Und naja, ich wollte heute noch Just Cause 4 aufnehmen, werde ich vielleicht sogar später noch kurz machen. Aber daher es mir aktuell nasentechnisch nicht so gut geht und ich auch so ein bisschen zippelig bin und wieder zu schnell rede und so, werde ich es vielleicht sogar auf morgen verschieben, morgen früh, morgen Mittag, wo ich noch so ein bisschen verschlafen bin. Da bin ich dann wieder ein bisschen ruhiger. So, weil heute war ich auch unterwegs bei Simon Zerwin. Zerwin war heute da. In Deutschland, wohlgemerkt, die waren beide mit der Familie im Urlaub und also wir haben gesagt, die waren, Urlaub war schön, aber sind wieder da, sind aktuell hier in der Nähe, sind halt bei Simon und ja, da war ich heute bei denen, hab sie besucht, war ein netter Tag, war echt nett, wieder auch Zerwin zu sehen und auch Simon habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen und ja, war mal wieder nett, deswegen bin ich vielleicht noch so ein bisschen aufgeregt. Daher würde ich jetzt einfach mal sagen, Dankeschön fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge von Dark Hollow. Lasst es krachen, haut einfach rein in die Büchse. Ich hoffe, ihr hattet noch einen guten Rutsch, gell? Einen guten Rutsch noch ins neue Jahr. Ich hoffe, ihr hattet einen. Ich hatte zumindest einen. Und damit beende ich jetzt mal wirklich die Folge. Deswegen danke fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge und ciao.